Mir einen guten Dialog zwischen Denkmalpflege, Städtebauern und Architekten. Einfach Impulse für die tägliche Arbeit und auch eine Vernetzung im Sinne der Baukultur. Eine klare Haltung zum Thema Umgang mit dem Bestand. Ich möchte einfach sehen, was noch möglich ist. Wenn das gelingt, ist es ein guter Tag. Anlässlich des Europäischen Kulturerbejahres Sharing Heritage wollen wir heute das Potenzial und die Entwicklungschancen des städtebaulichen und baulichen Bestands und damit unseres gemeinsamen Kulturerbes in den Blick nehmen. Viele Beispiele, zum Beispiel auch vom letzten Staatspreis Baukultur, zeigen, dass Investitionen in den Bestand bei langfristiger Betrachtung auch einen erheblichen Gewinn erwarten lassen, zum Beispiel im Blick auf die Stärkung von Identität und Ökonomie, zur Sicherung der kompakten Stadt der kurzen Wege und eine insgesamt nachhaltige Stadt- und Siedlungsentwicklung. Wir sollten wieder wissen, was wir eigentlich wissen. Das ist etwas, was ganz wichtig ist im Zusammenhang mit dem historischen Denken, mit dem kohärenten Denken. Wir vergessen, was wir bereits wissen. Wir brauchen unser Gedächtnis, wir brauchen unsere Erinnerung. Politiker, die finden diese Bremsfaktoren meistens hinderlich, weil dadurch Stadtentwicklung nicht praktiziert werden kann. Meine These ist, dass die Innenstädte sehr stark abhängig sind vom Stadtrand und dass auf der Übergang von Stadt und Land die größten Probleme entstehen, die dadurch auch wieder die Entwicklung der Innenstädte informieren. Unsere Ortskerne und Innenstädte auch in kleinerer Größenklasse befinden sich in einem Wandel. Was gesucht wird von den Menschen, ist die Stadt der kurzen Wege. Zuerst die Stadt, dann das Haus. Die Stadt ist das übergeordnete System. Denn sie besteht nicht aus der Ansammlung von einzelnen Bauten, sondern aus den öffentlichen Räumen, die auf der einen Seite ein zusammengehöriges System bilden und auf der anderen Seite sich deutlich in ihrem Charakter und in ihrer Funktion unterscheiden. Was die Alltagsarchitektur angeht, so gibt es doch ein ziemliches Qualitätsgefälle zwischen dem Bestand und den Neubauten zu Ungunsten der Neubauten. Das, was in den letzten 10, 15 Jahren sich relevant verändert hat und was in unseren Innenstädten und durchaus auch am Rand der Innenstädte zu den großen Problemen führt, ist tatsächlich die Entwicklung der Bodenwerte. Tatsächlich am Sonntag Shoppingcenter offen haben am polnischen Recht, das ist, würde ich sagen, ausgemachtes Elend. Und deshalb müssen wir auch immer bei den Rahmenbedingungen, sozusagen Raumordnung, Regionalplanung. Wir sind dabei, die Stadt der immer noch autogerechten Nutzbarkeiten umzubauen zur Stadt von Menschen. Wichtig ist, das Bauen ist auf der einen Seite ein technischer Prozess, aber es ist eben gleichzeitig ein kultureller, kommunikativer Prozess, dass wir sagen, Identität war heute das Thema oder kultureller Anspruch oder auch kulturelle Auseinandersetzung. Hat sich in der Gemeinde Bayers und als Bürgermeister der Baukultur Zeit.
Architektur muss auch immer die Geschichte des Ortes widerspiegeln und wiedererzählen. Wo kommen wir her? Was sind wir? Gerade was Prozesskultur angeht, entdecke ich, dass man sehr, sehr gut argumentieren kann mit Berechenbarkeit von Prozessen und dass wir die Themen auf den Tisch bringen müssen. Das Weiterplanen und Weiterbauen unserer Städte ist zentral. Und wie wir heute gehört haben, werden in Zukunft wird das Bauen im Bestand den zentralen Bereich überhaupt des Bauens ausmachen, sodass alle aufgerufen sind, sich damit zu beschäftigen.